Also achte darauf, über was du dich den ganzen Tag noch mit deinem Umfeld unterhältst. Und wenn du merkst, du fühlst dich da in diesem Umfeld nicht mehr wohl, denn letzten Endes, wenn du dich auf den Weg zu deinem Seelenplan begibst, zu deinem Herzen begibst, du bist der und damit ja auch hervorhebst aus der Masse. Und das ist jetzt keine Bewertung, es ist ja jedem selbst überlassen, eine Entscheidung zu treffen. Ich schwimme da weiter mit oder ich mache mein eigenes Ding. Alles ist gut so, wie es ist. Aber du bist ja hier, weil du mehr aus deinem Leben machen möchtest. Guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Dieser Tag ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein. Einen wunderschönen guten Morgen zu Tag 14 der Seelenfreude-Challenge. Einen wunderschönen guten Morgen. So, warten wir mal einen Moment, bis die ersten live mit dabei sind. Ich habe dem Video heute noch gar keinen Titel gegeben. Also es sind so zwei, drei Dinge, die ja in mein Bewusstsein kamen, als ich mich gefragt habe, was steht heute an? Was ist das nächste Thema, was ich mit dir teilen möchte? Ich glaube, der Oberbegriff ist Kehlchakra. Denn letzten Endes möchte ich dir heute ein paar Dinge ans Herz legen oder mit auf den Weg geben, die das Kehlchakra betreffen. Das Kehlchakra befindet sich hier an der Halsgrube und da sitzt unsere Sprache, unsere Kommunikation. Liebe Silvia, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, Kehlchakra, da sitzt unsere Kommunikation. Und gerade wir Frauen, ich kenne das nur zu gut, auch von mir früher noch, haben da so ein bisschen eine Neigung dazu, Ja zu sagen, wenn wir eigentlich Nein möchten. Das heißt mit anderen Worten, im übertragenen Sinne, erstmal an viele andere Dinge zu denken, sei es an die Familie, das Umfeld, die Kinder, den Haushalt. Und wenn dann irgendwie noch Zeit übrig bleibt, dann denkt man vielleicht auch mal noch an sich. Und ja, bleibt dann aber letzten Endes oftmals auf der Strecke, weil dann der Tag schon gelaufen ist, weil dann der Tag schon vorbei ist. Das hat natürlich auch etwas mit dem Thema Selbstliebe zu tun. Aber ich möchte jetzt hier mal so auf das Thema noch eingehen. Sag nicht ja, wenn du nein sagen möchtest. Zu handeln, aber auch zu kommunizieren, hängt immer mit zwei Dingen zusammen. Entweder wir kommunizieren aus der Liebe heraus oder wir kommunizieren aus Angst heraus. Und unter Angst, also es gibt immer zwei Emotionen im Grunde genommen, um zu handeln, zu kommunizieren, ins Tun zu kommen, was auch immer. Unter dem Aspekt der Angst heraus, da fallen diese Emotionen runter wie Wut, Hass, Neid, Zorn. Neues Wort, Norm. Zorn, Eifersucht, also die Angst auch zu kurz zu kommen. Ja, das sind so solche Dinge, die unter den Tenor der Angst fallen. Und wenn ich aus dieser Ebene heraus kommuniziere, nur dann kann ich auch verletzend wirkend auf andere. Wenn ich aus der Liebe heraus kommuniziere, kann ich niemand anderen verletzen. Das heißt, wenn ich aus der Liebe heraus kommuniziere, und aus dieser Energie heraus einfach kann ich zu mir stehen, kann ich das kommunizieren, was ich selbst wirklich will, was mich betrifft, was mein Herz betrifft, was meine Seele betrifft. Und dann kann ich nicht verletzend auf jemand anderes wirken. Mal ein Beispiel, damit das ein bisschen greifbarer wird, wie ich das meine mit, oder wie das gemeint ist, kommunizieren unter dem Aspekt, entweder aus der Angst heraus oder aus der Liebe heraus. Stell dir mal vor, du bist im Supermarkt an der Kasse und vorne drängelt irgendwie jemand rein. Und das ärgert dich. Und aus diesem Ärger heraus, du willst halt in dem Moment die Person vielleicht auch ansprechen und wenn du aus diesem Ärger heraus kommunizierst, letzten Endes verbirgt sich ja dahinter auch ein Stück weit
eine Angst im überzogenen Sinne zu kurz zu kommen, in dem Sinne, die raubt mir jetzt Zeit. Jetzt stehe ich noch 2 Minuten länger hier an der Supermarktkasse oder es sind ja dann gefühlt 5 Minuten länger. Das hat auch was mit dem Thema zu tun, Angst zu kurz zu kommen. Und du kommunizierst dann aus dieser Wut heraus, und ich sage es jetzt mal flapsig, du flaumst die Person an. Dann kommt es natürlich zur Diskussion, man versprüht eine schlechte Energie, weil man aus der Angst heraus kommuniziert hat. Wenn wir aber erstmal durchatmen und in uns kehren und dann aus der Liebe heraus zu dieser Person kommunizieren, wenn ich denn den Impuls habe, da was zu sagen, aus der Liebe heraus, die kann nicht verletzend wirken. Da wird vielleicht irgendein Lächeln erstmal auf meinem Gesicht erscheinen und ich werde die Person ansprechen und sagen, sind wir hier alle Luft, steht hier niemand oder haben Sie uns nicht gesehen? Ne? Also unter dem Aspekt heraus, einfach ohne Angstbehaftung, ohne Wutbehaftung, ohne Zornbehaftung, sondern es wird ein bisschen was Spaßiges mit einem Lächeln auf dem Gesicht über die Lippen kommen. Und dann kann ich auch nicht verletzend wirken, dann kann ich niemand anderen anflaumen, um es mal ein bisschen flapsig wieder auszudrücken. Und so kann man das auch weitersehen, wenn man irgendwo sich in seinem Freundeskreis eigentlich instinktiv bei verschiedenen Menschen oder im Umfeld oder auch im Kollegenkreis nicht so wohl fühlt, wie man das sich eigentlich fühlen möchte, aber so als, wie man so schön sagt, aus Anstand, anstandshalber gehe ich dahin, wir sind da eingeladen, anstandshalber gehe ich dahin. Aber wem tust du denn letzten Endes einen Gefallen, wenn du irgendwo hingehst, anstandshalber? Was heißt das eigentlich, anstandshalber? Du tust dir selbst keinen Gefallen und dem Gegenüber, das dich eingeladen hat, auch nicht. Und wenn du dir das bewusst machst und wirklich da auch aus der Liebe heraus kommunizierst, du musst ja keine Lügen erfinden, du musst auch niemanden da irgendwie vor den Kopf stoßen, aber wenn du aus der Liebe heraus kommunizierst, Beispiel, dass es für dich nicht passt, dann und dann dorthin zu gehen, nicht anstandshalber dort in dieser Runde zu erscheinen, tust du dir selbst den größten Gefallen und dem Umfeld den anderen auch, weil letzten Endes sitzt du ja auch mit einer entsprechenden Energie dann da. Ja, und nimmst die Energie, trägst die unter Umständen ja auch noch mit dir mit, nochmal auf deinem Rücken, deinem Schultern-Nackenbereich, energetisch trägst du sie ja nochmal mit nach Hause und hast so ein Bauchgrimmen in dir, weil du ja, ja gesagt hast und eigentlich nein sagen wolltest. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, ich würde dich gerne dazu einladen, auch mal darauf zu achten, wie du und was du tagsüber sprichst im Umfeld, im Kollegenkreis. Es ist ja immer so, oder oftmals, ich beobachte das ganz oft, zum einen werden so die Nachrichten, auch wenn man selbst keine Nachrichten mehr schaut, wie ich zum Beispiel oder auch höre, die Themen oftmals sind, wenn man auch einfach nur mal im Café hockt und mal lauscht, über was die Menschen sich im Umfeld da unterhalten, meist über irgendwelche Geschehnisse in der Welt und jetzt nicht über Geschehnisse, dass Menschen irgendwo auf den Malediven am Strand liegen und es sich gut gehen lassen, sondern über Geschehnisse, die Energie rauben. Und über Krankheiten wird sich auch ganz viel unterhalten und über die politische Situation, sei es in Deutschland oder sonst irgendwo. Das beobachte ich immer, das sind so die drei Hauptthemen. Und da ist man auch ganz schnell auch drin in diesem Thema gefangen, in seinem Umfeld, in Anführungsstriche gefangen, irgendwo am Arbeitsplatz. Wenn die Kollegen sich über diese Themen unterhalten, ich war da früher in meinem Arbeitsplatz immer so arg der Außenseiter natürlich, weil ich mich daran nicht beteiligt habe. Ich war so, ja, wie so die Außerirdische. Aber das war mir egal. Ich wollte mich einfach in diese Energien nicht eintauchen oder eintauchen lassen und mich da
ja auch mit diesen Energien beschäftigen und auseinandersetzen. Und deshalb würde ich dich da gerne dazu einladen, mal zu beobachten, wie sehr du in der Richtung in diese Energien eintauchst. Das heißt, dich an Gesprächen beteiligst, was alles schlimm hier auf der Welt ist, wie viele Krankheiten es gibt, wie die politische Situation hier oder sonst wo ist oder solche Dinge. Und überleg mal, wie viel Energie dir das letzten Endes raubt, in welche Energie du dich damit hineinversetzt, in eine hochschwingende Energie oder eher in eine niedrig schwingende Energie. So, jetzt ist es natürlich eine kleine Herausforderung. Du hockst mittags in der Kantine oder wie auch immer mit deinen Kollegen zusammen und die unterhalten sich gerade über sowas. Dann ist es natürlich das Unklügste, was man machen kann, da irgendwie missionarisch unterwegs zu sein. Ich habe zum einen, wenn wir jetzt gerade von der Mittagspause sprechen, meine Mittagspause mit mir alleine verbracht. Ich habe mich meistens Auto gehockt und bin um die Ecke gefahren und in den Wald, habe da eine Runde gedreht und habe ja, mich in der Natur aufgehalten. Aber du kannst auch auf eine andere Art und Weise damit umgehen, indem du einfach dich nicht an diesen Gesprächen eben beteiligst und kannst ja dich dann währenddessen fragen, wie lenke ich dieses Gespräch jetzt auf positive Gespräche? Und dann überlegst du dir ein Thema und schaust bei dem nächsten Impuls, bei der nächsten Gelegenheit da andere Gesprächsthemen einfach anzufangen, sodass die Runde, du musst die nicht verlassen, aber du kannst die dazu animieren, sich über andere Themen zu unterhalten, über positivere Themen, ohne missionarisch zu sein. Fängst einfach ein anderes Thema an. Und während die sich dann noch, während du das beobachtest, dass die sich, keine Ahnung, über Krankheiten unterhalten, über eine politische Lage oder Krieg und was weiß ich, dass du ihnen einfach in Gedanken Licht und Liebe schickst, weil sie wissen es nicht besser. Sie wissen es nicht besser. Und indem du dazu geneigt bist, das habe ich früher auch schon mal gerne gemacht, da missionarisch unterwegs zu sein, tust du auch niemandem gefallen. Einfach Licht und Liebe schicken, die Runde in Licht und Liebe einhüllen und zu schauen nach dem nächsten, nach der nächsten Möglichkeit, nach dem nächsten Moment quasi, um da ein anderes Gesprächsthema einfach anzufangen. Und wenn du merkst, das ist mir alles zu anstrengend, da immer und immer wieder in der Runde da zu hocken, dann bleib außen vor, dann bleib draußen, dann mach dein eigenes Ding. Du selbst tust dir anstandshalber, wenn du dich da irgendwo aufhältst, keinen Gefallen damit. Ja? Okay. Und wer ist die Person, die dir am nächsten stehen sollte, die vom ersten Atemzug bis zum letzten Atemzug mit dir zusammen ist, dich überall hin begleitet, egal wo du hingehst, das bist du selbst letzten Endes. Der nächste Aspekt bei dieser Kommunikation, der noch dazu kommt, ist, dass wir uns letzten Endes, sei es an der politischen Situation, an Krieg, auch an ja, Krankheitsbildern, sobald wir in diese Energien eintauchen, senden wir das ja auch aus. Unsere Gedanken sind nicht nichts. Unsere Gedanken, mit denen erschaffen wir uns unsere Realität. Und das Universum sagt immer, dein Wunsch ist mir Befehl. Und unter den Aspekten tust du dir, der Welt und allem, was ist, den größten Gefallen auch damit, wenn du in diese Energien nicht eintauchst. Und zwar, Beispiel, es gibt eine sogenannte Washington-Studie. In den 90er Jahren hat man die gemacht. Weiß jetzt nicht mehr genau im Jahr. Ich habe da nicht so gut das Zeitgefühl zu. Und man hat, ich glaube, 4000 Menschen waren es, über einen gewissen Zeitraum nach einer gewissen Meditation meditieren lassen. Dreimal am Tag, morgens, mittags und abends. Und hat da gewisse Eckpunkte gesetzt, um einfach da ja, Belege zu haben, was sich da verändert. Und während dieses Zeitraumes in Washington ist die Kriminalitätsrate, die Verbrechensrate um ein Vielfaches gesunken. Sexualdelikte, Überfalldelikte und solche Dinge, die sind um ein Vielfaches gesunken. Und auch nach dieser Studie hat das noch eine Weile angehalten. Also diese Energie hat noch eine Weile angehalten. Und woran hängt das einfach? Weil viele Menschen
andere Energien ausgesendet haben. Und da konnten diese Energien, diese liebevollen, lichtvollen Energien ja nichts anderes, als sich auszubreiten, was eben dann zum Rückgang von vielen Verbrechensdelikten geführt hat. Und so beteiligen wir uns selbst an diesen Geschehnissen in der Welt, wenn wir eintauchen, wenn wir uns im Umfeld daran beteiligen, an diesen Gesprächen, sei es jetzt Krieg, sei es politische, sonstige Situationen, sei es Krankheiten und. Wir senden das aus, die Masse sendet das aus und die Masse schwingt eben dann auf dieser Ebene. Das sind natürlich Dinge, die du in den Nachrichten nie erfahren wirst, weil da gibt es einfach Gruppierungen, die haben kein Interesse daran, sowas über die Nachrichten zu senden. Ja? Das ist nochmal ein anderes Thema. Möchte ich auch gar nicht im Detail hier eintauchen. Und vielleicht mal noch etwas für deinen Denker, für deinen Verstand, wenn der jetzt vielleicht fragt, von was spricht die denn da? So als Beispiel, damit er noch was Greifbares hat. Wenn irgendwo ein Flugzeugunglück oder ein Zugunglück oder irgendwo auf der Autobahn, das ist ja zu gewissen Jahreszeiten manchmal der Fall, so Massenkarambolagen passieren. Vielleicht hast du schon mal festgestellt, dass dann so eine Serie von Unfällen und Unglücken folgt. Wenn irgendwo ein Flieger abstürzt und das durch die Medien total breit getreten wird und gefühlt alle Menschen der Welt sprechen darüber, dann passiert oftmals so eine Serie von Unglücken. Das hängt damit zusammen, dass die Masse auf dieser Ebene, so paradox das klingt, auf dieser Ebene schwingt und diese Energien aussendet. Und dann kann das Universum nach dem Gesetz der Resonanz nichts anderes als sagen, okay, dein Wunsch sei mir Befehl. Natürlich will das niemand von uns. Aber das ist ein gutes Beispiel dafür, wie diese Energien, die wir aussenden, auf einen Empfänger stoßen und da entsprechend auf Resonanz stoßen und da nichts anderes geschehen kann als ähnliche Unglücke. Okay, das nochmal so ein bisschen als Hinweis für deinen Denker, für deinen Verstand. Also achte darauf, über was du dich den ganzen Tag noch mit deinem Umfeld unterhältst. Und wenn du merkst, du fühlst dich da in diesem Umfeld nicht mehr wohl, denn letzten Endes, wenn du dich auf den Weg zu deinem Seelenplan begibst, zu deinem Herzen begibst, du bist der und damit ja auch hervorhebst aus der Masse. Und das ist jetzt keine Bewertung, es ist ja jedem selbst überlassen, eine Entscheidung zu treffen, ich schwimme da weiter mit oder ich mache mein eigenes Ding. Alles ist gut so, wie es ist, aber du bist ja hier, weil du mehr aus deinem Leben machen möchtest. Du bist der Durchschnitt der 5 Personen, mit denen du dich in erster Linie umgibst. Und wenn du da raus möchtest, wenn du dein Leben selbst in die Hand nehmen möchtest, dann ist es einfach auch förderlich, wenn du nicht nur gedanklich, auch von deiner Kommunikation, aber auch eben her von deinem Umfeld her die Nähe von den Menschen suchst, mit anderen Worten ausgedrückt, die Energie von den Menschen suchst, die auf der Energie in erster Linie schon schwingen, wo du hin möchtest. Und das ist auch ein Prozess, da geht es auch nicht darum, jemandem aus dem Umfeld von heute auf morgen zu sagen, hey, ich will jetzt nichts mehr mit dir zu tun haben, versteh mich da bitte nicht falsch. Aber so im Laufe der Zeit wirst du merken, da sind so Energien in meinem Umfeld, die tun mir nicht gut und das möchte ich mir einfach nicht mehr antun. Und dann ist das auch so ein schleichender Prozess, wo sich dein Umfeld in der Richtung eben auch ändert. Aber der erste Schritt ist überhaupt mal das zu erkennen, was ich dir jetzt gerade mit auf den Weg gebe und da zu schauen, darauf zu achten, dich nicht an diesen Gesprächen zu beteiligen, den Menschen Licht und Liebe zu schicken, sie wissen es nicht besser, ohne Bewertung, ohne Beurteilung, es ist alles gut so wie es ist, auch nicht missionarisch unterwegs zu sein, weil damit tust du auch niemandem Gefallen, vor allem auch dir selbst nicht. Und dann einfach zu schauen, wie du im nächsten Moment irgendwie ein anderes Gesprächsthema anfängst, das eine hochschwingende Energie aussendet. Okay?
Gut, das ist das, was ich dir heute mit auf den Weg geben möchte. Und jetzt machen wir zum Abschluss mal noch eine kleine Chakra-Atmung, um das Chakra, das Kehlchakra hier einfach auch mal noch zu energetisieren. Und dazu schließen wir jetzt gemeinsam die Augen. Nehmen einen tiefen Ein- und Ausatmungszug. Kommen so ganz im Hier und im Jetzt an. Lass die Schultern sinken. Stell dir vor, wie du mit dem Ausatmen dich in deinen Körper sinken lässt. Und lass dann deinen Atemstrom durch die Nase ein- und ausströmen. Und richte dann deine Aufmerksamkeit auf dein Kehlchakra, das sich in der Mitte deines Halses, in der Halsgrube befindet. Und stell dir jetzt einfach vor, wie dein Atemstrom über dein Kehlchakra ein- und wieder ausströmt. Einfach vorstellen, wie es wäre, wenn dein Atemstrom über dein Kehlchakra ein- und ausströmt. Sehr gut. Und dann verbinden wir das noch mit Lichtenergien und stell dir jetzt vor, wie hellblaues Licht, Liebe und Lebensenergie in dein Kehlchakra einströmen und mit dem Ausatmen erlaubst du dem Kehlchakra, sich mehr und mehr zu öffnen, sich zu reinigen und sich zu befreien von all den Blockaden und Themen, die da blockierend, wann auch immer und woher auch immer sie stammen, sich angesammelt haben. Also, hellblaues Licht, Liebe und Lebensenergie strömen ein und mit dem Ausatmen erlaubst du deinem Kehlchakra, sich mehr und mehr zu reinigen und zu befreien. Mach das einige Male ganz in deinem eigenen Rhythmus. Vielleicht auch einmal etwas tiefer atmen, etwas tiefer und genüsslich einatmen. Wieder aus. Sehr gut. Und dann nimm noch einmal einen tiefen Atemzug durch deine Nase, ganz bewusst. Und mit dem Ausatmen öffnest du deine Augen und kommst wieder ganz im Hier und im Jetzt an. Guten Morgen, liebe Hilge, guten Morgen, liebe Birgit. Schön, dass auch ihr live dabei seid. Ja, und das kannst du natürlich auch heute tagsüber immer und immer mal wieder machen, über dein Kehlchakra ein- und ausatmen. Einfach nur so zwischendurch, damit aktivierst du es, damit darfst du auch ganz im Vertrauen sein, dass die Themen, die da hocken, blockierend, sich in dem Maße auflösen, wie es zu deinem höchsten Wohle ist und zum höchsten Wohle aller Beteiligten. Okay? Also, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag noch und wir sehen uns dann morgen nochmal in neuer Frische. Schreib mir doch gerne auch mal ins Kommentarfeld rein, was deine Gedanken dazu sind. Ich schaue da später gerne rein. Es können ja morgens nie alle hier live mit dabei sein und bin gespannt auf ja, deine Gedanken dazu, die ich heute Morgen mit dir geteilt habe. Okay, bis dahin. Ciao.